denke, das war ein gutes Spiel von unserer Mannschaft. Wir haben gut angefangen, erste 15 Minuten, dann haben wir ein bisschen Probleme bekommen. Dann hatten wir wieder eine richtig gute Phase, wo wir Tore gemacht haben oder das Tor gemacht haben vor der Halbzeit. Und dann zweite Halbzeit, denke ich, haben wir gut weitergespielt. Klar, Dortmund mit der individuellen Qualität hat uns dann auch immer wieder vor Aufgaben gestellt und auch vor Probleme, die wir aber ganz gut im Kollektiv gelöst haben. Und ja, am Ende ist es schade, dass wir 2-2 gespielt haben. Es darf uns in der Liga nicht passieren, wenn man 2-0 führt, dann am Ende wegzugeben. Aber wir haben jetzt noch knapp eine Woche, dann kommt St. Pauli und wird ein sehr schwieriges Spiel für uns. Ja, ein ganz ordentlicher Auftritt. Ich denke, wir haben in der ersten Halbzeit auch sehr gut verteidigt, immer wieder gute Momente nach vorne gehabt, schnelles Umschaltspiel gehabt. In der zweiten Halbzeit ist dann zum Ende ein bisschen die Puste ausgegangen, aufgrund auch vieler Umstellungen. Hat nichts mit der Qualität der Spieler zu tun, sondern einfach, dass dann ein bisschen Unordnung reinkommt, wenn Dortmund dann die volle Kapelle bringt und wir nicht so perfekt geordnet stehen. Hat man, glaube ich, beim letzten Tor gesehen, dass einer aus dem Mittelfeld durchläuft. Der Positionswechsel hat uns natürlich nicht gut getan. Ich glaube, dass wir in der zweiten Halbzeit sehr gut rausgekommen sind, haben 3-4 riesige Möglichkeiten. Die Chancenverwertung da. Aber danach hatten wir halt eben so einen kleinen Bruch gehabt, diese 5 Minuten. Da müssen wir ein bisschen mehr Ruhe reinbekommen. Ansonsten denke ich mal, es ist klar, dass so gegen Borussia Dortmund auch Phasen hast, wo die einfach uns hinten reingedrängt haben, wo wir nicht rausgekommen sind. Deswegen sage ich, die Konstanz über 90 Minuten hat nicht gepasst. Aber ansonsten denke ich, alle, die Akteure, die zum Einsatz kommen, sind, hatten einen sehr guten Einsatz gezeigt, haben wirklich um jeden Zweikampf gekämpft. Das war schon mal gut. Wir haben alle gut gearbeitet, denke ich, und sind zuversichtlich für das Spiel. Das ist klar, wir haben die Woche auch nochmal angezogen im Training, sehr intensiv gearbeitet. Das habe ich auch gespürt. Ja, ich durfte ja durchspielen. Danke. Und deswegen gilt es jetzt, die Frische zurückzugewinnen und dass wir dann mit frischem Bein gegen Pauli starten können. Der Tiger hat zu mir gesagt, ich wollte nach links unten und der geht rechts unten rein. Ganz so war es nicht, ich habe einfach nur drauf gehalten, weil die Chance gut war aus der Distanz. Für mich ist jeder wichtig, auch die heute nicht im Kader waren, die U19-Spieler sind genauso wichtig wie die ersten Elf, mit denen rede ich auch. Das ist für mich enorm wichtig, das ist die Art und Weise, wie ich arbeite, weil die wichtigsten Spieler sind sowieso immer die Ersatzspieler in der Saison gesehen, ja, weil die müssen immer wieder dazu bringen, dass sie im Training Gas geben und so die Stammspieler mehr fordern. Wir dürfen nicht die Situation bekommen, dass es irgendwann mal eine Zweiklassengesellschaft gibt, weil dann werden die ersten Elf auch nicht mehr gefordert und deswegen, das will ich gar nicht und das hat man heute wieder gesehen, wie die Jungs Gas geben, auch die für 20 Minuten reingekommen sind, Stiepermann, ich finde, hat ein paar richtig gute Aktionen gehabt und das ist mir als Trainer enorm wichtig. Wir haben viel gearbeitet, hart gearbeitet, ich denke, das hat man gemerkt, das hat man auch gesehen, gerade zum Ende hin, hat dann schon die Kraft deutlich nachgelassen. Wie gesagt, wir haben jetzt nochmal knapp eine Woche, da gilt es uns nochmal gut vorzubereiten auf das Spiel gegen St. Pauli.